Ich muss erstens speichern und zweitens die Untertitel aktivieren. Gameplay. Speichern. Jetzt haben wir schon wieder. Ich wollte Experte. Das stellt es nämlich um nach jedem Update und es gab erst kürzlich ein Update. Deshalb speichern im Menü. Speichern beim Rasten. Nee, speichern beim Warten. Nee. Da wollen wir auch nicht, dass gespeichert wird. Controller ist an, Vibration ist auch an. Also hier gibt es keine Untertitel. Vielleicht hier. Dialoguntertitel. Natürlich, die hat es auch deaktiviert. Siehst du? Das war es nämlich. Und jetzt müssen wir speichern. Weil falls da was schief geht, Ich muss will euch ich nicht die etwas ganze Stadt auf Unglaubliches den Fersen zeigen. haben, Seht es zumindest die euch an. ganzen Wachen. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Okay, Madesi, wo ist der Madesi? Muss erst den Quest aktivieren. Ah, da ist er. Kommt alle her. Speichen. Hier entlang, hier herüber. Nicht entdeckt, ja. Versteckt, entdeckt. Scheiße. Versteckt? Bin doch eh ein guter Dieb, oder? Also, ein guter Dieb vielleicht, aber schlecht im Schloss knacken. Naja, man kann nicht alles können. Sollte man aber als Dieb eigentlich. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Nicht Platz jetzt. genug. Jetzt muss ich das auch noch. Der Madesi hat aber ganz schön. Der ist ganz schön misstrauisch, verschließt alles. Sogar seine Unterhosen wahrscheinlich. Sind im Schrank eingesperrt. Ah. So, was muss ich stehlen? Madesis Silberring. Sehr gut. Platziere Madesis Ring. Wohin? Worin? Worauf? Wodurch? Ach, Rinjolf, was gibt es denn diesmal? Da. Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr da. So, dann geben wir ihm den Ring rein. Adisis Ring. Geben. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen Damit ich. Wollt. Oh, ja, schlecht auch. Lass die Finger davon. Was? Wie? Verdammt, ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Fleisch und Gemüse. Greif zu, solange der Wovon redet der? Hat er mich entdeckt oder wie? Ich habe wohl die richtige Person aber. Für den Auftrag gewählt. Ich habe wohl die richtige Ups. Person für den Auftrag gewählt. Ja. Hier, bitte. Du stotterst. Eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, Wo? Ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme Wo ist meine Bezahlung? Ist. Hat er 100? Geizkragen, was ist da los? Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Ja, ich habe auch auf Pech. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser Zum Beispiel ist, jetzt es mit gibt dir noch da. Mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Schlitter in einen Auftrag mit einer 100 Goldstücken als Belohnung. Die Bezahlung ist gut, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Naja, das schaffe ich. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden das wir Das wäre der sehen, ideale Spitzname für dich. Flasche, Zersplitterte Flasche. Ah, da wären hier nette Zaubertränke. Gibt ja die riesigen. Die sind größer als mein Schädel. Die sind fast so groß wie der ganze Torso von dieser Edda. Also los, Brandschein. Edda und Hopper. Wir wissen, dass Was ist denn das? Das ist der Palast. Was soll ich haben? Wovon in aller Stöcke, wie nur was ist die mit ihr? Argonischen Joll, die Löwin. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Oh. Gibt ihr den Stiel?
Erzählt mir etwas über Riftens Diebesgilde. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Hm. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Beleidigt nicht die Dill-Gilde, da bin ich bald Mitglied. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur gesinnt. Habt ihr auch eine strenge Regel? Was meint ihr? Dieses Monat? Ich stimme euch zu. Wisst ihr, ich fange langsam eigentlich an, euch nicht, zu respektieren. Abgesehen von Ehren, scheint ihr die einzige Person zu sein, oh shit, da hinten ist eine Wache. In Alarmstellung. Die sucht mich. Da wir der gleichen Meinung sind, möchte ich euch warnen. Schau dir das an. Sie rekrutieren immer noch für ihre Gilde. Was macht denn der? Shit, ich kann hier nicht weg. Nein. Passt auf euch auf. Schau. Die Wache geht dem Typen danach. Ist das eine normale Wache? Ja, Wache von Riften. Was ist das für eine? Der Brandscheiß. Hey, der erstattet wahrscheinlich Anzeige. Oh ne, den haben sie abgeführt, weil ich ihm den Ring untergeschoben habe. Verstehe, jetzt kapiere ich's auch. Das ist der Brandscheiß. Wo war denn jetzt die Löwin? Ist schon wieder abgehauen. Flüchtig wie eine Löwin im Wind. Was machen die? Schauen dem Schmied zu? Dinja Balu und Nivea. Noah. Sind alle willkommen. Echt? Wenn ihr ich auch ein Almosen ausleiht, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Ah. Wenn ihr Gesellschaft sucht, dann könnte ich es wohl schlechter treffen. Wow, da. Das war ja mal ein Kompliment, oder? Habe ich mich verhört? Und erlesene Edelsteine. Ey, du lispelst. Kein Wunder, du bist Agonia. Pfui. Ich bin zwar kein Rassist, aber Argonier sind nicht so meins. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Ist das ein Kopfschmuck oder wachsen dir die Stängel da oben so? Von Natur. Krelka. Hm. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin ist wie so ein indischer Guru. Was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ich wollte eigentlich die Löwin. Ja, jetzt werde ich aufsteigen. Bevor mich die noch weiter nerven, da Magiker natürlich. Ich wollte schon sagen, wieso habe ich 130 Ausdauer, aber das ist durch den Ring. Galdurs Amulett. Galdurs Amulett kann schon was. Zerstörung haben wir 73, da kann man gar nichts machen. Fürchtig, oder? Ne, 2 von 2. Alle Elemente abgedeckt. Frost, Blitz und Flammen. Flammen mehr übrigens. Naja, fliehen, das ist eigentlich gar nicht so meins. Das sage ich jedes Mal, ich weiß aber. So, schauen wir mal. Vielleicht bräuchten wir mal... Wir sollten vielleicht mal einhändig oder Schießkunst? Ist was mit der Schießkunst? Da brauchen wir 80. Todesschuss brauchen wir 90. Doppelt so viele Pfeile von toten Körpern. An Pfeilen mangelt es mir eigentlich nicht. Das ist ein geiler Perk oder wie das heißt. Schneller spannen wäre auch nicht schlecht. Geht aber noch nicht. Klar, wie üblich. Das Gute geht erst zum Schluss, wo man es nicht mehr braucht. Das ist immer so. Naja, wir sind ja eigentlich ein Magier. Und deshalb sollten wir uns eher auf magische Dinge konzentrieren. Und zwar, das brauche ich eigentlich nicht. Magiker regeneriert sich 25% schneller. Ja, das ist ja ein No-Brainer. Wieso ist denn das eigentlich bei Wiederherstellung? Naja, klar, ist wieder her. Es wiederherstellt sich ja die Magiker. Stellt die Magiker wieder her. Ich will die Löwin. Wo ist die Löwin? Die ist wahrscheinlich einen Heben gegangen da in die zersplitterte Flasche. Das ist ja der Bienenstich, das ist für die anständigen Leute.
Die zersplitterte Flasche ist was für Moni den Untergrund. In der Nähe, um die Armen mit seinem Unsinn über Mara zu beglücken. Aha. Seit mein Mann die Religion für sich entdeckt. Ja, dein Mann, das erwähnst du immer. Weniger wichtig zu sein, was ich mit unserem Geld mache. Eigentlich wollte ich wissen, wo der Rattenweg ist, nicht was. Füßen. Absolut widerlich. Wenn euer Geldbeutel gefüllt und euer Kopf auf euren Schultern bleiben soll, würde ich mich von diesen schrecklichen Tunneln fernhalten. Ein Tunnel. Haltet euren Magen gefüllt und eure Schultern stark. Aha. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, haltet eure Schultern gefüllt wenn ihr Gesellschaft und euren Magen stark. Das wollte ich auch schon immer sagen. So, dann werden wir den Quest aktivieren. Ah, der ist schon aktiviert. Werde entfundet, das ist gleich. Das geht einher mit dem anderen. Ja, das ist eigentlich also der einzige Moment. Unterhalte dich mit Saphir über Schulden. Das könnte man auch aktivieren, falls uns die Saphir über den Weg läuft. Ist die hier draußen? Nein, die ist da drinnen. Na, gehen wir zuerst zum Rattenweg. Dann gehen wir in den Bienenstich. Ich kriege immer Hunger, wenn ich Bienenstich höre. Ich weiß auch nicht, wieso. Dann können wir mal schauen, was im Kühlschrank ist nach der Session hier. Wahrscheinlich nur ein oller Apfelstrudel. Kein Bienenstich. So, das sieht nach Rattenweg aus. Ich habe zwar noch keine Ratte begegnet, aber es sieht danach aus. Da liegt schon eine Axt oder ein Beil und ein Schädel. Scheiße. Ist hier irgendwo eine Falle? Es hat so geklungen, als wäre wohl eine Falle aktiviert worden. Ich weiß nicht, Raff. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Wirklich? Warum führt ihr euch immer wie ein großes Kind auf? Ich habe uns so weit gebracht. Was war das? So weit? Wir leben in einem Abwasserkanal. Ich sagte, wir würden ein Haus so groß wie das der Schwarzdorn-Familie haben. Ihr kümmert euch darum, Leuten die Köpfe einzuschlagen. Ich kümmere mich um die Gilde. Einverstanden? Ah, der hat einen schönen Bogen. Ich überprüfe den Eingang zum Rattenweg. Ich bin gleich wieder da. Mal sehen, ob uns der freundlich gesonnen ist. Was? Nee. Wieso eigentlich? Die sind doch von der Diebesgilde. Ihr bekommt eine Betreibung. Farkasch ist nicht in Stimmung. Oh. Wer habt ihr nicht drauf? Farkasch, du hirnloses Rindvieh. Ich kann euch nicht besiegen. Der merkt gar nicht, dass ihn jemand mit Pfeilen beschießt. Das war der Traff. Arsch. Oh. Gib dir die Todesposition. Armes Schwein. Hey, 5 Dietriche, das ist gut. Ich habe zwar schon über 100. Jetzt sollte es doch langsam auch für mich mal reichen, ein höheres Schloss zu knacken. Ist ja nur ein Zwergenbogen, der hat so geil ausgesehen von der Entfernung. Aber von der Nähe sieht alles nicht so. Hey, die Heugabel, hatte die dir auch dabei? Nee. Das wäre eine ideale Falle. Da steigt man so auf die Heugabel, bang, und knockt sich selber aus. Geldbeutel. Wie in den alten Dick und Doof-Filmen. Ich wäre dick und er ist doof. Das passt sogar. Ihr bräucht nur die Kamera mitlaufen lassen. Hey, die läuft ja eh mit. Perfekt. Da ist zu. Beziehungsweise die Brücke ist oben. Wird sich nicht vermeiden lassen, oder? Müssen wir wahrscheinlich da runter springen. Ey, er springt auch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Da lang? Oh! Bist du? Einen Millimeter vor meiner Kinnlade ist der Pfeil rausgekommen. Schon wieder eine Holzverlags und diesmal Handschuhe. Ein Handschuh. Und lauter Öl. Und da oben ein Eimer. Mit flammenden Dingen. Brennbarem Material. Die Lebensmittel. Die werden hier sicher ganz frisch bleiben. Obwohl andererseits hier ist es schön kühl. Feucht.